Hallo Freunde und willkommen. In diesem Video kurz und knapp gezeigt, wie wir den Next Cloud Client auf unser Geräte, Desktop oder Laptop oder was auch immer, installieren und einrichten, so dass unsere Dateien wie Fotos, Dokumente und so weiter automatisch synchronisiert werden, sowohl auf alle unsere Geräte, mit der vielleicht arbeiten, als auch in der Cloud, also auf dem Server, logischerweise. Das geht im Grunde ziemlich einfach und ja auch unspektakulär. Wir laden uns hier einfach den Client herunter für unsere Plattform natürlich. Ja, in meinem Fall hier Windows 10. Und ich habe das jetzt schon gemacht, hier die Exe-Datei und auch schon installiert. Ja, einfach doppelklicken hier mit ja nochmal bestätigen auf weiter. Genau, ich kann das ja nochmal entfernen, hier deinstallieren und neu installieren. Ich denke, das geht ratzfratz. Genau, schon ist das deinstalliert. Ja, einfach doppelklicken, die ganz normale Windows-Installationsroutine halt. Hier sind ein paar wenige Einstellungen, die können wir so belassen beim Standard-Einstellungen hier. Und schon geht es los mit der Installation. Hier, ich starte mal den Windows Explorer hier. Zack, genau, dauert ein paar Sekunden und schon ist es durch. Die Verknüpfung ist schon da. Genau, einfach hier auf Weiter und Fertigstellen und Ausführen. Das ist jetzt hier irgendwo. Und genau, hier sind ein paar Einstellungen. Viel ist es nicht hier. Das kann man ruhig so belassen bei den Standard. Außer man benutzt hier irgendwie einen Proxy. Ja, genau. Beim allerersten Mal allerdings sieht hier so aus, wenn wir zuerst mal starten, ja, nach der Installation. Hier sehen wir, dass es ein Ordner schon erstellt wurde, was mir hier in den Windows Explorer angezeigt wird, ja, der Next Cloud Ordner. Das ist bei mir schon verbunden hier, weil ich das schon installiert hatte und mich verbunden, schon mal verbunden war halt. Ansonsten, wie gesagt, beim ersten Mal, wenn wir starten, müssen wir uns hier anmelden. Entweder bei einem Anbieter hier registrieren, aber das wollen wir nicht. Wir haben unsere eigene Cloud hier. In meinem Fall ein Raspberry Pi. Einfach die Adresse von unserem Server natürlich. Gegebenenfalls ja, die IP-Adresse hier eintragen. Ja, die Serveradresse halt. Ob das jetzt die IP ist, spielt keine Rolle. Die Zertifikate vertrauen wir jetzt, weil ich mich kenne. Einfach hier bestätigen. Ich vertraue mich ja. Und schon sieht hier so aus. Der Browser öffnet sich hier automatisch. Und hier müssen wir nochmal bestätigen. Ja, über die Webinterface hier verbinden und Zugriff gewähren. Gegebenenfalls müsst ihr hier nochmal eure Benutzername und Passwort eintragen, ja, und anmelden, falls das hier ja nötig ist, erforderlich. Genau, dein Client ist jetzt verbunden. Hier sieht es dann eben so aus. Das Fenster kann ich jetzt hier schließen, das auch, denke ich. Und hier haben wir, genau, das ist jetzt hier der Standardordner. Das ist das hier, Next Cloud. Ja, genau. Und hier haben wir die Möglichkeit, uns hier beliebige Ordner hinzuzufügen. Hier, ja, je nachdem, was wir da brauchen. Hier sind beispielsweise, ja, die mit dem Icon hier, ja, einfach Ordner hier auswählen und, ja, auswählen, hier hinzufügen, einfach auf Verbinden. Und schon wird es jetzt synchronisiert hier mit dem, ja, die Dateien werden jetzt auch auf dem Server abgelegt. Genau. Und schon haben wir da Zugriff, ja, wenn wir jetzt auf unserem Laptop, Desktop oder sonst auf irgendwelche Geräte das, uns das einrichten, hier mit den gleichen Benutzerdaten natürlich, werden hier die Daten synchronisiert, ja. Und wir haben da Zugriff
ja, auf unsere Dateien hier. Ganz, ganz wichtig ist, das synchronisiert jetzt, das wollte ich eigentlich aber gar nicht, aber nun ist egal. Zack, ich pausiere das jetzt einfach mal. Okay, und wie gesagt, wenn wir jetzt hier irgendwie Dateien ablegen, ja, in dieser Ordner, die synchronisiert werden, müssen wir natürlich daran denken, das ist ganz, ganz wichtig, dass wenn wir jetzt auf einem anderen Gerät oder auf dem Server vielleicht sogar, ja, über die ja, Webinterface hier eine Datei löschen, die hier drin ist, dann wird sie, ich mach mal. Ich guck mal, ob ich da. Ja, gut. Hier, da war das schon. Tack. Genau. Also, wenn wir jetzt eine Datei hier löschen, ja, über die, sei es über die Webinterface oder hier in den Ordner, dann ist das Bild, was ich jetzt hier gelöscht habe, dann ist es weg, sowohl auf dem Server und auf allen Geräten, ja. Daran musste man denken. Am besten vielleicht ist es, wenn wir uns in diesen Ordner hier, die synchronisiert werden, ja, einfach Kopien ablegen. Ja, da sind wir auf der sicheren Seite. Da haben wir sozusagen auch ein Backup. Genau, das war es im Prinzip auch schon. Alles, was ich euch jetzt schnell zeigen wollte, ja, das geht ziemlich ratzfratz hier, ganz einfach. Hier sind natürlich noch ein paar Einstellungen. Hier sehen wir, was gerade passiert, ja, was synchronisiert wird und so weiter. Ja, wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, einfach einen Kommentar hinterlassen. Ich hoffe, ich konnte euch damit weiterhelfen. Danke fürs Zuschauen und abonnieren nicht vergessen natürlich. Ein Like, wenn es euch gefallen hat und bis zum nächsten Mal.